und herzlich willkommen. Ich bin Martin von den Gourmetboten. Heute machen wir ein kleines Dessert und wir fangen anders an. Wenn ich über den Markt laufe oder auch im Supermarkt, ganz klassisch, lasse ich mich gerne von den Produkten inspirieren. Heute habe ich diese tollen Pfirsiche, ich glaube, die heißen Weinbergpfirsiche, Plattpfirsiche, wie auch immer die Namen sind. Ich habe die gesehen und dachte, gerade beim Grillen, was für ein Dessert macht man? Schwierig, ne? Total. Oder auch zu Hause mal was Schnelles. Und deswegen backen wir uns heute, geht schnell, einfach, die Weinbergpfirsiche mit ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Ahornsirup, ein bisschen Nüsse. Einfach in den Ofen schieben oder wie gesagt beim Grillen perfekt, könnt ihr euch vorbereiten, auf den Grill schmeißen, dort schmoren lassen, servieren mit ein bisschen Vanilleeis. Super geil. Wir fangen mal an. Weinbergpfirsiche. Ich strome mal hier ein bisschen ab. Pieken wir uns so leicht ein, damit nämlich durch die Hitze dann sofort auch Saft austritt. Wir haben uns jetzt ein bisschen Rosmarin. Einfach abzupfen. Hier rüber schmeißen. Wie gesagt, schön im Backpapier direkt drauf. Alufolie würde auch funktionieren. Ist aber umwelttechnisch nicht mehr ganz so schön. Ne? Alufolie ist, glaube ich, auch echt schwer. Sollten wir auch von Abstand nehmen. Wir geben hier Ahornsirup rüber. Nehmen uns unseren Mörser. Machen ein bisschen Korianderkörner. Nicht viel, nur ein bisschen. Hauen die ein bisschen mit dem Mörser platt. Reicht schon. Geben davon was drauf. Boah, ist direkt ein Aroma. Ich liebe ja Koriander. Es gibt Menschen, wurde mir mal gesagt, die kein Koriander mögen. Was ist da los? Aber dann lässt ihr ihn einfach weg. So, jetzt geben wir Haselnüsse. Ihr könnt auch Mandeln nehmen, Pistazien, was ihr findet. Auch die einfach grob ein bisschen anhauen. Die kein Mörser. Macht es in so einen Vakuumbeutel, taut es einfach mit einem Topf oder mit einem Hammer ein bisschen platt. Das gehen wir direkt drauf. Ich mag es gern süß, also gebe ich doch noch ein bisschen mehr Sirup drauf. Wir falten uns das Ganze hier zu. So, dass wirklich die so ein kleines, schönes Paket haben. Ich habe, glaube ich, wartet mal, hier so ein Schaschlik-Spieß ist super. Ihr könnt euch das ein bisschen durchpieken, dass es fest bleibt. Dieses Paket, wie gesagt, könnt ihr super vorbereiten im Kühlschrank und dann beim Grillen einfach auf den Grillrost legen. Oder wenn ihr zu Hause es machen wollt, Ofen 180 Grad dort rein, 10 Minuten circa und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Sekunde, muss kurz das Wasser, muss kurz die Flügel schon wieder da. Da jetzt hier, gib mir. Boah, ist die riesig. Ich hab dich doch erwischt. Da. Kennst du Karate Kid noch? Ja. Mit den Stäbchen? Ja, genau, ja. Wir kriegen sicher mit den großen Kelle hin. So, unsere Weinbergpfirsiche sind fertig. Pfirsiche, also das sind Weinbergpfirsiche. Ich hab noch nicht getrunken. Ich schwöre. Wir servieren dazu etwas Vanillesoße. Ein kleiner Trick, ich habe einen Topf aufgestellt mit kochendem Wasser. Dort werden wir unseren Löffel drin erhitzen, um schöne kleine Nocken auszustechen. Aber als erstes die Pfirsiche aus dem Ofen. Heiß, heiß, heiß. Ah. Spieß raus. Oh, da kommt ein warmer Aroma. Oh. Das ist geil. So, Löffel heiß machen, eine Nocke Eis drauf, heiß, heiß und kalt, zack, Eis weg, hauen noch ein bisschen was von unseren gehackten Haselnüssen rüber und fertig haben wir das perfekte Grilldessert, Ofendessert, Weinbergpfirsiche. Ah, und Sirup Vanillesoße. Ich würde sagen, lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal, euer Martin.